Wenn du auch zu den Männern gehörst, die sich immer wieder vornehmen, ihren Kleiderschrank auszumisten, aber es irgendwie nie auf die Kette kriegen, dann solltest du jetzt ganz genau zuhören. In diesem Video gebe ich euch ganz einfache und simple Tipps mit auf den Weg, wie du ganz entspannt und ganz easy deinen Kleiderschrank aussortierst und alles in Ordnung hältst. Als erstes muss man sich erstmal einen Überblick verschaffen. Und um sich einen Überblick zu verschaffen, müssen alle Kleider aus dem Kleiderschrank raus. Und wenn ich sage alle Kleider, dann meine ich auch alle Kleider. Einfach alle Klamotten aufs Bett schmeißen. Und ich sage euch schon mal an dieser Stelle, da wundert man sich tatsächlich, wie viele Klamotten da zusammenkommen. Und das ist echt ein riesengroßer Klamottenberg, den man im Kleiderschrank hat. Und aus dieser Grundlage heraus geht es dann weiter. Wenn der Kleiderschrank dann tatsächlich komplett leer ist, dann geht es im zweiten Schritt ans Sortieren. Und an dieser Stelle kann ich schon mal sagen, ich habe das damals so gemacht, dass ich einen Ja-Nein-Vielleicht-Stapel gemacht habe. Das mache ich jetzt nicht mehr. Aus dem Grund, weil der Nein- und der Vielleicht-Stapel, also das, was man auf den Vielleicht-Stapel schmeißt, das kommt dann eigentlich eh weg. Von daher habe ich da ein bisschen was geändert und mache das wie folgt. Ich sortiere dann erstmal alles nach Klamotten. Heißt, alle Anzüge auf die Anzüge, alle Hemden auf die Hemden, alle Hosen auf die Hosen und so weiter und so weiter. Also alles wird erstmal sortiert und schön auf separate Haufen gelegt und dann kannst du schauen, okay, habe ich da vielleicht ein T-Shirt zu viel? Wenn ja, kann das direkt auf den Weg damit stapeln. Und an dieser Stelle solltest du auch einen Blick auf deine Boxershorts werfen. Ja, die Boxershorts müssen auch aussortiert werden und auch die Socken. Also wenn jetzt nicht alle 4 Wochen bei dir waschtag ist, dann reichen dir auch 10 Boxershorts und 10 Socken. Aber tatsächlich auch bitte dran denken, dass du Boxershorts und Socken mitsortierst. Und wenn du auch kein Faltprofi bist, so wie ich, dann kann ich dir an dieser Stelle schon mal einen kleinen Tipp geben, den ich von meiner Freundin bekommen habe. Da gibt es so Faltbretter auf Amazon. Die kosten nicht viel und mit diesen Faltbrettern kann man seine Kleidung wesentlich besser falten und dann sieht auch alles am Ende des Tages wesentlich ordentlicher aus. Im nächsten Schritt wird dann kaputte Kleidung aussortiert bzw. repariert. Auch wenn du jetzt zum Beispiel einen Lieblingspulli hast, wenn da ein Fleck drauf ist, der einfach nicht rausgeht, dann wird auch dieser Pulli an dieser Stelle einfach aussortiert. Das gleiche gilt für kaputte Kleidung. Wenn du zum Beispiel ein Hemd hast, wo zum Beispiel ein Knopf fehlt oder wenn jetzt zum Beispiel irgendwo eine Naht aufgegangen ist, dann wird das an dieser Stelle entweder weggeschmissen oder es wird aussortiert und dann anschließend zum Schneider gebracht und dann repariert. Das kannst du natürlich an dieser Stelle dann entscheiden, ob du es noch zum Schneider bringst oder nicht. Bei mir ist es allerdings immer so, dass die Kleidung, die dann kaputt ist, tatsächlich dann auch direkt aussortiert wird. Wenn du weitere Tipps haben möchtest zum Thema Outfits und Styling, dann kann ich dir an dieser Stelle übrigens den Men's Style Guide empfehlen. Das ist ein E-Book zum Thema Outfits und Styling und kannst du dir ganz einfach auf dein Smartphone runterladen und mit dem Gutscheincode DanielKorte20 bekommst du 20% Rabatt auf dieses E-Book. Der nächste Schritt ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt und zwar sei ehrlich zu dir selbst. Wenn du irgendwelche Klamotten im Kleiderschrank hast und dann drüber nachdenkst, kann ich das vielleicht nicht noch irgendwie zum Reifenwechsel benötigen oder kann ich die Hose nicht umfunktionieren zu einer Chillerhose oder ja, ach, für Gartenarbeit, ja, dafür reicht es auf jeden Fall noch. Auf gar keinen Fall. Wenn das in deinem Kopf vorgeht, ja, ich habe mich auch schon oft dabei ertappt, das bringt gar nichts, ja. Die Kleidung sollte auch dementsprechend auf den Weg damit stapeln. Im nächsten Schritt wird dann alles aussortiert, was nicht mehr passt. Du probierst dann einfach die einzelnen Teile an, schaust, passt das noch, passt es nicht mehr und wenn du zum Beispiel ein bisschen abgenommen hast und die Hose nicht mehr passt, dann kommt die dementsprechend raus. Es bringt einfach nichts, wenn du Klamotten im Kleiderschrank hast, die einfach nicht mehr passt und die vom Fit einfach nicht mehr gut aussieht. Der nächste Schritt ist auch ein ganz wichtiger Schritt, kann ich an dieser Stelle schon mal sagen. Ich glaube, da blutet einem teilweise das Herz und zwar klammere dich nicht an zu teurer Kleidung. Wenn du am Aussortieren bist, ja, dann schmerzt das doch manchmal ganz schön dolle. Weil wenn du dann überlegst, wie viel Kohle du beim Kauf für die Kleidung ausgegeben hast, da willst du am liebsten nicht drüber nachdenken. Das Geld ist eh futsch, ja, das kriegst du eh nicht wieder. Von daher macht es keinen Sinn, nur das Kleidungsstück zu behalten, weil du damals halt viel Kohle dafür ausgegeben hast. Also, falls das der einzige Grund sein sollte, raus damit. Im nächsten Schritt solltest du alle Fehlkäufe aussortieren. Und ich glaube, das kennt jeder von uns. Du bist in der Umkleidekabine, gerade im Shopping-Modus, ja, ziehst was an und bist sowieso gerade im Shopping-Rausch und dann nimmst du irgend noch ein Teil mit. Und wenn du dann zu Hause bist und das nochmal anhast, dann denkst du so, hä, was habe ich mir denn dabei gedacht? Falls du irgendwelche Kleidungsstücke im Kleiderschrank haben solltest, wo vielleicht noch sogar ein Etikett dran ist, was du nie getragen hast, ich weiß, das schmerzt auch, aber dann solltest du dieses Kleidungsstück auch auf jeden Fall aus deinem Kleiderschrank aussortieren. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Kleidungsstück dir dann doch irgendwann nochmal gefällt, die ist zumindest bei mir immer sehr gering. Also von daher braucht man sich da keine großen Hoffnungen machen. Wenn der Kleiderschrank dann nach dem Aussortieren ungefähr so aussieht wie dieser hier, dann hast du auf jeden Fall einiges richtig gemacht.
Und bei mir ist es tatsächlich immer so, nach dem Aussortieren kommt wirklich einiges an Klamotten zusammen. Und dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder spendest du die Kleidung zum Beispiel zu Caritas und sammelst ein paar Karma-Punkte. Oder wenn da zum Beispiel echt noch gute Kleidung mit dabei ist, dann gibst du die zum Secondhand und kannst vielleicht noch den einen oder anderen Euro machen. Kommen wir zum heutigen Shoutout. Grüße gehen raus an Daniel Mühlich. Leute, ich hoffe, ich konnte euch ein wenig weiterhelfen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Aussortieren eures Kleiderschrankes. Weitere Videos zum Thema Outfits und Styling findet ihr hier oben und meinen neuesten Upload findet ihr hier oben. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Peace out.